Der Winter ist noch nicht vorbei. Denn Harvest Moon geht weiter. Oh ja, lass mich nicht scheitern. Uhu. Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Harvest Moon Back to the Nature. Und ein paar von euch wird es aufgefallen sein, oh mein Gott, wo ist denn die Cam hin? Ganz einfach, die funktioniert gerade nicht. Ich habe schon ein bisschen was ausprobiert, krieg's aber gerade irgendwie nicht hin. Also, und ich muss jetzt aber langsam mal aufnehmen. Also habe ich mir jetzt gesagt, okay, dieses Video jetzt einmal ausnahmsweise ohne Cam. Bei Poppyhausen wird sie hoffentlich wieder funktionieren. Werden wir dann ja sehen. So, und jetzt spielen wir erstmal ohne einfach. Jeden Dienstag ist es Zeit für die delikate Stunde. Mein Name ist Naro und ich stelle Ihnen in dieser Kochsendung jede Woche ein neues Gericht vor. Unser heutiges Gericht ist Curry. Currypulver, Reisbällchen. Andere Dinge zufügen. Topf. Und dann Gewürze verfeinern. Ah, okay. Das könnten wir theoretisch sogar machen. Machen wir jetzt aber nicht. Okay. Und zwar... Oh, mein kleiner süßer Leitara-Schatz. Muss ich einmal kurz erstmal gucken. Okay. Stresske ist immer noch eine kleine Kuh. Ja, Stresske ist eine kleine Kuh. Mhm. Ach, wir haben heute das Küchengerät. Ja, ist nur Lolz. Ja, abgeliefert. Wuhu. Da ist es ja. Ach ja. Unsere Küche wird immer voller. So. Also ich habe mir jetzt heute mal was vorgenommen. Wir werden jetzt nicht meinen gehen. Genau. Ich werde jetzt nämlich endlich versuchen, mir diese dumme Powerberry am Strand zu angeln. Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt. Da kriegt man zu 100% eine. Du kannst manchmal echt dauern. Und ich habe mir jetzt zum Ziel gesetzt, diese endlich zu holen, weil im Frühling, im Sommer und im Herbst kommst du da nicht zu. Dafür hast du einfach nicht die Zeit. Das heißt, wir müssen jetzt den Winter nutzen. Also werde ich jetzt gleich sehr lange angeln gehen. Also wir haben Glück und wir fangen sie gleich am ersten Tag. Das wäre natürlich schön. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. So, hier schön alle einmal streicheln. Ja, meine Kleinen. Okay. So, so, so. Olli, lauf bitte. So. Und so, wie viel haben wir noch? 76, das reicht erstmal noch. Aber wir werden natürlich trotzdem noch das Holz jeden Tag holen. Weil wir trotzdem welches brauchen für den Frühling. Wir müssen ja die Umzäunung machen. Ja, nächstes Jahr. Oh ja. Oh ja. Ich fütter jetzt erstmal... Damit ich das nicht vergesse. Das ist so ungewohnt, wenn ich jetzt auf OBS gucke, dass ich mich da nicht selber sehe. Alter, man, wie man sich an die Facecam gewöhnen kann, ne? Aber ich weiß natürlich, so die ersten Aufnahmen mit der Facecam, das war für mich echt ungewohnt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott. Mittlerweile finde ich das ganz normal. Wo ist... Ach, da ist Christinas Ei. Ich wollte schon sagen. Ich dachte schon, Christina hätte irgendwas. Was man natürlich auch zwischendurch mal machen muss. Das kann passieren, selbst wenn du die Hühner noch so gut pflegst, dass irgendwann ein Huhn krank wird. Das kann durchaus passieren. Sie musst du immer mal wieder hier gucken. Aber die sind alle gesund. Ja.
weiß auch noch, wo andere Powerberries sind, aber die können wir jetzt momentan alle nicht holen. Weil es welche sind, die man entweder nur im Frühling kriegen kann oder im Sommer tatsächlich. Und die ich halt beim ersten Mal spielen hier von den Jahreszeiten nicht im Kopf hatte. Also es gibt scheinbar 11 Stück. Wobei es sein kann, dass wir die eine schon nicht mehr kriegen können. Leider. Und zwar die vom Wettschwimmen. Weil einer hat geschrieben, die kann man die ersten beiden Jahre bekommen. Und ein anderer geschrieben, nein, das geht nur das erste Jahr. Wenn man da gewinnt, das Wettschwimmen, dass man dann eine Powerbarrel kriegt. Also es kann sein, dass wir tatsächlich eine schon verloren haben. Also nicht kriegen können mehr. Aber deswegen werde ich nicht nochmal von vorne anfangen. Mm-mm. Dann fehlt uns halt am Ende eine. Das heißt aber auch, dass ich, wenn wir im Sommer angekommen sind, so lange dieses Wettschwimmen probiere, bis ich gewonnen habe. Einfach um zu gucken, ob ich sie nicht eventuell doch noch das zweite Jahr bekomme. Ja, und das kann ziemlich lange dauern, Leute. So, das Holz von hinten brauchen wir aber trotzdem. Deswegen werde ich da jetzt auch hinlaufen. Selbst wenn wir da hinten nicht meinen gehen. Weil ich brauche die ganze Ausdauer gleich für meine Angeln. Das heißt aber auch, dass dass der Part heute wahrscheinlich ein bisschen kürzer wird als die letzten Tage. Weil wir ja nicht mehr in die Mine gehen. So. Zack. Weil jetzt haben wir tatsächlich schon 763 Holz. Also alles, was wir jetzt an Holz farmen, ist für unsere Umzäunung. Weil ich meine, der Holzfäller wollte 750 für das Treibhaus haben. Warum auch immer. Ich schätze mal, weil es die letzte Erweiterung ist. Aber für den Hühnerstall zum Beispiel wollte der dann im Vergleich total wenig haben. Da ist das total das riesige Gebäude raus geworden. Das Treibhaus ist im Vergleich dazu echt mini. Also es gibt noch eine Sache, die man halt machen kann, und das ist halt das Treibhaus. Und dann müssten wir alle Erweiterungen haben. Ich habe nämlich jetzt vor, deswegen nehme ich den Korb mit, alle gefangenen Fische auch zu verkaufen. Falls wir welche fangen sollten. Und den Rucksack halt nur den Müll zu tun. Dass wir den nach den Angeln nämlich gleich wegtun können. Weil ich möchte ehrlich gesagt den Müll nicht mehr so wegschmeißen. Weil ich echt nicht weiß, ob die Dorfbewohner das mögen. Weil es wird einen Grund geben. Also es wird ja wohl einen Grund haben, warum es da hier oben so eine Mülltonne gibt. Das wird ja wohl einen Grund haben. Wird ja nicht nur just for fun sein. So. Da hat jemand geschrieben. Wie gesagt, ich habe mich informiert. Dass es sehr lange dauern kann, bis man... Also es steht kein optimaler Platz. Nur, dass es halt lange dauern kann. Deswegen dachte ich mir, okay. Nimmst du dir jetzt heute mal diesen paar Zeit. Und hoffentlich fängst du dir dann heute. In den 3 Tagen. Das wäre nämlich sehr schön. Dann hätten wir ein bisschen mehr Ausdauer. Das können wir echt gut gebrauchen, muss ich sagen. Ich finde, bei sowas merkt man erst, wie schnell eigentlich die Zeit vergeht in Harvest Moon. Draußen. Also in den Gebäuden vergeht ja gar keine Zeit und dafür geht draußen total schnell die Zeit rum. Aber es muss ja irgendwo einen Ausgleich geben, ne? Sonst würden die Tage ja ewig dauern, wenn es draußen noch länger dauern würde. Nur halt, wenn man angelt. Das ist dann echt langwierig. Okay, jetzt haben wir nämlich schon 1 Uhr. Na komm schon. Fang was. Wechsel mal den Platz. Ich habe keine Ahnung, ob es was bringt, dass man zwischendurch mal den Platz wechselt. Und ich habe immer das Gefühl, dass manchmal an einer Stelle, wenn man dazu auf die Angel reinschmeißt, dass da nichts beißt. Habe ich manchmal so das Gefühl. Das stimmt, keine Ahnung. Ich meine, es ist jetzt 2 Uhr und wir haben bis jetzt ein Holzstück gefangen. Und eine Dose. Die darf man natürlich nicht unterschätzen, die Dose. Das ist eine ganz besondere Dose. Da ist bestimmt mal total wichtiges Essen drin gewesen. Oh Mann. Komm schon, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi.
So, beim echten Angeln mag ich das total gerne. Oh, guck mal, ein Fisch. Ich liebe echt normales Angeln. Aber was ich total gerne mache in letzter Zeit, also früher habe ich immer geangelt mit Brotköder. Das heißt, du machst es an die Angel ran, wirfst die Angel rein und dann legst du die Angel zur Seite und wartest darauf halt, dass ein Fisch beißt. Und kannst die Stille genießen. Und das andere, ich glaube, Fliegenfischen ist das nicht genau. Nee, das ist Blinkern, genau, Blinkern. Das tue ich auch, das tue ich total gerne. Habe ich letztens nämlich mit meiner Mutter und meinem Papa gemacht. Sind wir angeln gewesen. Dann haben wir geblinkert. Das heißt, Köder rangemacht. Das sah aus wie so ein, so ein kleiner, bunter, keine Ahnung. Da ist es halt wichtig, dass das so bunte Farben sind meistens. Und es sah nicht wirklich aus wie ein Fisch für uns, aber für die Fische unter Wasser sieht das halt so aus, weil du wirfst dann die Angel rein und dann kurbelst du langsam wieder zurück. Das heißt, der Unterschied dazu ist, dass man halt die Angel nicht still hält, ne? Sondern du ziehst ihn wirklich wieder rein. Und dann sieht das für einen Fisch unter Wasser aus, als ob das ein Fisch wäre, der wegschwimmt. Und dann kommen größere Fische und wollen den kleinen Fisch essen. Und das tue ich total gerne, immer dieses Rauswerfen und wieder reinkurbeln. Und wenn dann ein Fisch dran ist, ein bisschen Dollar ziehen. Und ey, das finde ich total geil. Macht richtig Spaß, Leute. Also wenn ihr noch nie angeln wart oder es selten getan habt, nur zu empfehlen, echt. Angeln ist echt gut. So, jetzt haben wir wenigstens zwei Fische zu verkaufen. Hat sich ja voll gelohnt. Theoretisch könnte ich auch die Fische sammeln und in den Kühlschrank packen. Aber... nee. So. Dann lass uns jetzt erstmal schlafen gehen. Der Tag war lang. Naja, sicher nicht, ne? Aber egal. Rein da. So. Und ab ins Bettchen. Es war so ein schöner Angeltag. Und jetzt werden wir noch einen draufsetzen und wieder angeln gehen. Yay! Ja. Nichts gekommen. Ich muss auch sagen, ich war heute mal ein bisschen faul. Ja. Beziehungsweise ich war gestern halt ein bisschen faul. Weil ich habe vorgestern zusammen mit Mathis halt die Runde Jump World aufgenommen. Und die Runde Mario Party. Die kommen beides von vorgestern. Und dann habe ich gestern, als ich dann von der Arbeit nach Hause kam, war ich so müde. Ohne Scheiß. Ich habe Mario Party gerendert und wollte mich währenddessen halt nur mal so eine halbe Stunde hinlegen. Ne? Dann wäre das Video fertig gewesen. Ich hätte es hochgeladen und dann hätte ich noch genug Zeit gehabt für einen Tag. Ja, leg mich also um 15.15 Uhr kurz hin und wach dann abends um 21 Uhr auf. Ja, ihr müsst dazu wissen, ich habe die letzten zwei Tage nämlich immer nur anderthalb Stunden gepennt und habe es dann richtig bei der Arbeit gemerkt. Ich konnte kaum noch meinen Blick fokussieren und wirklich, das ganze Bild hat immer gewackelt und es war echt die Hölle. Und dann habe ich gesagt, okay, dann war es einfach mal nötig zu schlafen. Aber dann war der ganze Tag weg, ne? Ich nehme das nämlich jetzt gerade auf um 22.40 Uhr einfach mal auf. Und, ja. Danach werde ich das wahrscheinlich rendern und wieder schlafen gehen. Noch für 2-3 Stunden. Aber mein Tag ist eigentlich geliefert. Der ist eigentlich um. Und ich habe nichts anderes getan, außer schlafen. Der Poppyhausen werde ich heute aufnehmen, nach der Arbeit. Einfach, was jetzt keinen Sinn macht. Ach, den habe ich schon. Gut. Ich war mir gerade nicht sicher. Lieber dreifach und doppelt Diabürsten als einmal zu wenig. Also mit dem Honig. Ich weiß nicht warum, aber ich vergesse ständig, ob ich das schon rausgenommen habe. Echt komisch. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Weil wir haben ja echt nicht viel verkauft. Okay. Ein bisschen was kriegen wir wenigstens durch das Geld vom von den Eiern hier. Es ist nicht so, dass wir gar kein Geld kriegen jetzt.
Es ist ja gut, dass wir jetzt so gute Qualität haben. Oh ja, meine kleinen Hühnchen. Ihr seid gut erzogen. Übrigens, wer fleißig die Kommentare liest, hat auch schon mitbekommen, wie das nächste Schaf heißen wird. Hm. Und das Lustige ist, dass er sich erst nicht entscheiden konnte, ne? Leon, ich rede gerade von dir. Weil erst haben wir miteinander geschrieben, meinte er, ich soll das Schaf einfach Leon nennen. Jetzt heißt es aber mal, dass ich das Schaf Kyubi nennen soll. Nein, aber ich werde es jetzt auf jeden Fall Kyubi nennen. Weil ich hatte mal gefragt, wie ich die Schafe nennen soll. Und er war halt einer der Einzigen, der halt gesagt hat, ja, hier, ich wäre auch gerne ein Schaf. Oh Leute, wenn ihr nichts sagt, dann werdet ihr auch nicht zu Tieren. Nein, weil das nächste Schaf, wie gesagt, heißt Kyubi. Und die nächste Kuh hat auch schon ihren Namen. Ich verrate jetzt aber nicht, wie. Ja, ja, ja. Aber es gibt nur so ein Problem, was ich habe. Und zwar möchte ich auch gerne zwei Leute noch verewigen, auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, wie ich die Namen abkürzen soll, weil die passen nicht rein in die Zeile. Das ist einmal, falls du das siehst, dann kannst du mir sagen, wie ich es nennen soll. Die liebe Miss Planlos, sprich Jana, weil Miss Planlos passt ja leider nicht. Und dann war ich natürlich überlegen, das einfach Jana zu nennen. Also falls du das hier siehst, schreib mir einfach mal unten rein, wie ich das nennen soll und was du sein willst, Schaf oder Kuh. Und dann gibt es noch jemand, es ist die liebe Darko Girl XX. Die möchte ich eigentlich auf jeden Fall noch verewigen. Nun passt das, glaube ich, nicht mit den Zeichen. Ja. Muss ich nochmal gucken. Vielleicht nenne ich das dann einfach nur Darko. Mal gucken. Mal schauen. Und es geht natürlich mal wieder, wie immer, wenn ihr noch gerne hier einmal euren Namen haben wollt. Noch habe ich Platz im Stall. Wie gesagt, 4 Namen habe ich noch sicher. 4. Ich habe jetzt 1, 2, 5 Tiere plus 4 sind 9. Ne? Und es sind insgesamt 20 Tiere Platz. Das heißt, 11 Namen brauche ich noch. Das heißt, ihr habt die Chance, hier tatsächlich noch euren Namen im Spiel zu sehen. Aber dafür müsst ihr auch mal auch reinschreiben. Und natürlich, wie das genau dann heißen soll. Weil wenn ihr mir jetzt in die Kommentare schreibt von wegen, ja, ich möchte auch gerne da sein und euer YouTube-Name ist dann sowas wie, keine Ahnung, Pascha XY3456, ja, wie soll ich dann das Vieh nennen? Ne? Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Alter, 9 Uhr. Ja, weil ich das Holz hinten nicht geholt habe, ne? Na, scheiß drauf. Wir brauchen jetzt die Zeit fürs Angeln. Einfach schön hier. Ach ja. Zack. Lass uns angeln. Und einen Fisch fangen. Alter, hätte ich jetzt gelacht, wenn ich nur so einen Millimeter dazu, zu weit zur Seite stehen würde und ich den Fisch aus Versehen weggeworfen hätte. Oh ja, ich hätte gelacht. Oh, ein Stiefel. Zumindest fangen wir schon mal mehr als gestern. Mann, diese ganz knappen Sachen, das ist immer ganz fies, weil das ist meistens dann... Guck mal, das zackt aus. Weiß auch nicht jeder, dass da zack wohnt. Finde ich interessant, dass man den tatsächlich reinlaufen sehen kann. Kann man den auch zu Hause besuchen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Bei der Tür steht etwas in kleiner Schrift. Zacks Haus, nur mit Erlaubnis betreten. Kommt man da irgendwann mal rein? Ich weiß es nicht. Also ich war da noch nie drin. Hm, das wäre mir interessant zu wissen. Finden wir schon heraus. Wäre natürlich interessant. Ein Fischi! Fischi, 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 Fischi. Ja, ein kleiner süßer Fisch. Fisch, Fisch. Fische die Fisch, Fisch. Ein Fisch, Fisch. Fische die Fisch.
Ein Fisch, 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 Fisch. Ein Fischidi, Fisch, Fisch, Fisch. Alter, jetzt zieh endlich diese verdammte Powerberry raus. Fische schwimmen jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Fische schwimmen jeden Tag, jede Nacht. Fische schwimmen jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Fische schwimmen jeden Tag, jede Nacht. Sie schwimmen hier, sie schwimmen da. Sie schwimmen hin und her, oh ja. Ja. Das passiert, wenn ich Langeweile kriege. Okay, Langeweile nicht, aber wenn ich gerade nicht weiß, was ich reden soll, was soll ich jetzt groß kommentieren? Oh mein Gott, er hat ein Holz rausgezogen, als ob es nichts gewesen wäre. Jetzt wirft er wieder die Angel rein und wird er dieses Mal wieder was fangen. Und oh, eine Fischgräte. Oh mein Gott, jetzt übertreibt er es aber langsam. Was wird er diesmal rausziehen? Wird es die ersehnte Powerberry sein oder nur ein Fisch? Vielleicht auch was ganz anderes, man weiß es nicht. Man muss immer schön aufpassen. Und es ist ein Fisch. Ja, das bringt uns zwar weiter in den Geld, aber sonst nützt es ihm gar nichts. Wie wird er mit dieser Enttäuschung umgehen? Es ist schon 3 Uhr und so viel Zeit hat er nicht mehr. Einen Tag hat er noch ausstehend und dann nur noch 10 Tage des Monats. Würde er es noch in diesem Monat schaffen, die ersehnte Powerberry in den Händen zu halten oder nicht? Das und noch vieles mehr sehen Sie in den nächsten Parts von Harvest Moon. So ungefähr, Leute, so ungefähr. Nicht. Alter. Ich habe mir den ganzen See hier Folge, den ganzen Müll rausgefischt. Also ein Müllteil können wir noch haben. Aber ich bin auch noch für die Powerberry. Natürlich, es war das Müllteil. So, dann ist man nach Hause. Powerberry. Powerberry. So. Ach ja, Leute. Wieder ein erfolgreicher Angeltag. Also ich fände es lustig, wenn wir irgendwann, keine Ahnung, wenn wir da 100 Stachen reinschmeißen würden, wenn dann irgendwas passieren würde. Aber ich weiß halt, dass man da keine Powerberry kriegt. Ja, ich habe im Internet nachgelesen, weil ich halt nicht mehr wusste, wo alle sind. Und das sind teilweise so Tricks wie zum Beispiel mit der Erntegöttin. Wenn man das nicht weiß, das probiert man doch nicht aus. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man dann irgendwie da stehen würde, was passiert, wenn ich Sachen, die ich selber angebaut habe, einfach in den Wasserfall reinschmeiße? Also, auf die Idee wäre ich von alleine nie gekommen. Ne? Das war damals mein Bruder. Ich weiß nicht, ob der es nachgelesen hat oder ob es herausgefunden hat. Keine Ahnung. Man kann halt darauf kommen, durch die verschiedenen Tipps von den Leuten, aber dass man da Feldfrüchte reinwerfen sollte, m-m. Der dritte Tag. Und wir haben tatsächlich zum dritten Mal nicht verschlafen. Das liegt echt daran, dass wir uns nicht auspowern, Leute. Und Schnee. Ja, 31.000 haben wir schon. Und 800 Holz. Ich weiß gerade nicht mehr, wie teuer das Gewächshaus war, ne? Mal gucken, ob ich heute die Zeit finde. Also ob er dann nachher da ist, der Holzfäller, wenn ich da in der Gegend bin. Einfach mal nachfrage. Sag mal du, wie teuer ist das eigentlich nochmal? Weil ich weiß es gerade tatsächlich nicht mehr. Also ich glaube, es war arschteuer. Ey, nicht rausgehen. Nimm mein kleiner Schatz. Ach ja, Mara. Noch 13 Tage. Glaub mal nicht, dass du dann durch bist. Oder sollen wir auch mal Sahe schwanger machen? Nee, nee. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei Mara. Wobei Mara halt am meisten bringen würde, ne? Also geldmäßig. Ich glaube, als nächstes machen wir dann Sahe schwanger. Zum einfachen Grund, er bringt uns halt noch an sich weniger. Aber die Wolle von Mara
Die würde schon richtig viel Geld bringen, weil sie uns halt so liebt. Na? So. Hallo, Olli. Ist genauso wie wenn Ströske endlich groß ist. Dann kann ich ihn schwängern und nicht Olli. Weil die halt uns so lieben. Ist das denn ernst, Olli? Da waren noch so Millimeter zu wenig. Wirklich? Seriously? Oh, meine Fresse. Nein, das wollte ich gar nicht. So. Um ehrlich zu sein, jetzt war gerade kurz eine 5-Minuten-Pause zwischen. Oh Mann. Dementsprechend habe ich schon wieder keine Ahnung, ob ich den Honig geholt habe. Ja, habe ich. Oh Mann. Bei dir gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ich die ja gemacht habe. Das wird schon stimmen. Oh Mann, das ist echt schlimm. Du gehst mal kurz für 5 Minuten vom Spiel weg. Dann hast du keine Ahnung mehr, wo du warst. Aber gut, dass wir momentan ja eh nicht viel machen, weil wir versuchen ja immer noch die Powerberry zu angeln. Aber ich hoffe echt, dass wir das heute hinkriegen. Ohne Mist. Weil ansonsten werde ich das so machen, wenn wir es bis zum letzten Tag im Winter nicht geschafft haben, ne? Also ich werde den vorletzten Wintertag speichern auf jeden Fall. Nee, Quatsch, am letzten Wintertag ist auch noch ein Fest, ne? Oh Mann. Eigentlich muss ich mir tatsächlich die Zeit nehmen. Das werde ich dann wahrscheinlich aber dann wahrscheinlich nur den Tag zeigen, wo ich es geschafft habe oder so. Auf jeden Fall sollte ich jetzt heute nicht die Powerberry angeln. Vielleicht mache ich dann auch so eine Special-Folge, wie ich immer wieder den gleichen Tag spiele und verzweifelt versuche, diese Powerberry zu angeln, so Ausschnitte. Das wäre doch mal lustig. Aber ich will jetzt die Teufel hier an die Wand malen. Ich meine, wir kriegen doch auf jeden Fall heute die Powerberry. Auf jeden Fall. Mhm. Bestimmt. Wenn nicht, dann muss ich weinen. Oh ja. Das finde ich halt so ein bisschen nervig daran, dass man halt nur speichern kann, wenn der Tag vorbei ist, ne? Man kann nicht einfach so zwischendurch speichern. Sonst könnte man nämlich den Hof fertig machen, Holz sammeln und so, dann sagen, okay, um 9 Uhr, das speichere ich. Und jetzt versuche ich zu angeln. Wenn man dann an dem ganzen Tag nicht die Powerberry ergangelt hat, startet man einfach den Tag neu und angelt nochmal. Weil es ist eigentlich, glaube ich, glückabhängig, wann die Powerberry kommt. Aber wir werden jetzt heute mal nicht auf dem Steg angeln, sondern auf dem Sand vom hier vom Beach. Nein. So. Wir holen uns auch mal das Holz von hinten nochmal. Ja. Und wer in diesem Spiel versucht, als Angler zu überleben, der zart, echt. Überlegt mal, wie wenig Fische wir gefangen haben in der ganzen Zeit. Dann stell dir mal vor, du willst davon leben. Fische bringen dir ja nichts. Das bringt dir null Geld eigentlich. So, jetzt einmal schön ausholen. Zack. Wie viel Holz haben wir denn? 861, okay. Wie viel Geld? 31.000. Fragen wir mal nach, wie teuer denn das tolle Treibhaus ist. Wenn er schon da ist und sonst warte ich noch bis 11 Uhr. Weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, wir warten nochmal kurz bis 11. Wer dann nicht angeht, dann gehen wir angeln. Hallo? Du warst hinten vorhin gar nicht mehr da, ne? Oh, es kann da bis wir 10 Minuten zu früh reingehen. Ich weiß es gerade nicht. Ah, okay, geht.
So, sag mal, das Treibhaus. 30.000. Nee. Also ich könnte es theoretisch machen. Dann haben wir aber nur noch 10 Tage Zeit. Das heißt, wir hätten 20.000 am Ende des Monats. Ach Leute, soll ich es riskieren? Oh Gott, das ist gerade echt eine doofe Entscheidung, ne? Warte, wir haben jetzt Donnerstag, ne? Donnerstag. Freitag. Das heißt, wir würden auf 3.000 am Samstag kommen. Ich überlege jetzt gerade wieder den Küchengerät, ne? Wisst ihr was? Wir riskieren's. Okay, morgen fahren wir mit der Arbeit an. Gut. Oh, Moment. Also Leute, heute geht das echt nicht ohne Unterbrechung. Aber so ist das halt, ne? Ich werde das alles schön geschnitten haben. Ich hoffe, dass ihr nichts davon richtig merkt. Vielleicht mal so kurz, 1-2 Sekunden diesen Startbildschirm, ne? Alter Leute, ich werde mich so in den nächsten Folgen jammern, aber darüber muss ich als Zukunftschiro Sorgen machen, wie sie das macht mit dem Geld. Bitte schön, Zukunftschiro. Und ja, Leute, das kenne ich tatsächlich von Gronkh. Schande über mich, ich habe früher mal Gronkh geguckt, als ich dafür noch Zeit hatte. Aber ist ja nicht verboten, oder? Eigentlich nicht. Also macht er ja recht. Wenn wir jetzt irgendwas, also wenn wir als Player jetzt irgendwas machen, worüber man sich später Gedanken macht, dann... Naja, gehen wir die Probleme einfach weiter an die Zukunftschiro. So, heute angeln wir jetzt mal hier. Vielleicht haben wir wieder mehr Glück in den 4 Stunden. Wir haben schon mal einen Stiefel gefangen. Wow. Einen Stiefel, Leute. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ich meine, wir tragen ja nicht schon 2 Stiefel, ne? Ich meine, der Stiefel ist sogar kaputt. Ah, guck mal, wir haben ein Paar. Wir haben neue Schuhe gegagelt. Oh, Mann. Ein Fisch. Also ich weiß, dass ich früher die Powerberries, glaube ich, hier geangelt habe. Hier, an dieser Stelle. Also hier unten. Ach, verdammt, wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn auch verkaufen. Und jetzt kommt es jetzt auf jeden Cent an, weil wir das Treibhaus machen. Oh Mann. Das heißt aber, wir haben auch bald die geilste Geldquelle ever. Ah, es wird so schön werden. Na komm. Muss ich mir wieder Gedanken darüber machen, wie ich das alles anpflanze. Ja, du hast echt nicht viel Platz im Treibhaus. Nur das Vorteil ist halt, das ist immer da, ne? Und ich weiß gerade nicht mehr, ob im Treibhaus... ob da Unkraut gewachsen ist. Ich weiß es nicht mehr. Und das müsste ich eigentlich wissen für die Art, wie ich halt anbauen will, ne? Uhr. Und keine Powerberry. Das heißt, ich brauche eine Special-Folge. Mal schauen, wenn ich das mache. Wahrscheinlich aber nicht nächstes Mal. Komm, noch ein Versuch. Komm schon. Komm schon. Komm, noch ein Versuch, Leute. Noch ein. Komm schon! Komm schon! Los! Alter Schwede.
Seriously? Jetzt weiß gar nichts mehr? Ah, ich hasse dich auch. Schicksal. Mein Gott, er hätte noch kurz was beißen können. Wenigstens ein Müll. Ach, gehen wir heute mal ein bisschen später schlafen. So, ab nach Hause. Ich glaube, es steht auch nirgendwo geschrieben, dass man halt um 6 Uhr schlafen gehen soll. Und ich glaube, ich habe das immer gemacht, weil halt dann diese Glocke kommt. Und ich hatte dann immer das Gefühl, dass mir das Spiel sagen will, das ist die ideale Zeit zum Schlafen gehen. Obwohl er jeden Tag dann 12 Stunden pennt, davon mal abgesehen. Das will ich auch haben, echt, dieses Schlafpensum. So, aber dafür arbeitet er auch den Rest des Tages immer, ne? Okay. So, mein kleines Leitara-Schätzchen. Lass uns schlafen gehen. Gute Nacht. Und damit würde ich sagen, wenn euch diese kleine Folge gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie den Namen von Tieren, ob ihr euch verewigen wollt oder nicht. Und wenn ja, wie soll ich das Tier nennen? Würde mich riesig freuen. Und dann sehen wir uns einfach morgen in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.